In Istanbul war das Problem, dass ich da so spät gespielt hatte, auch in der zweiten Nacht. Und wir am selben Tag die Show hatten auf dem Meldgelände, das Meldpicknick, was eine Tagsüberveranstaltung war. Also haben wir sozusagen vielleicht noch eine Stunde mit den Leuten dort im Club zusammengesessen, bis auch dort zu Ende war, bis unsere Zeit kam, zum Flughafen zu fahren. Ich hätte auch später kommen können, meine Spielzeit war erst viel später, aber weil ich da der Kurator war, wollte ich da eben doch persönlich nicht allzu spät erscheinen, wollte zumindest zeigen, dass ich auch schon da bin. Saß dann aber da in diesem Van und war einfach nur, ja, fix und fertig. Im Endeffekt nichts anderes von der Künstlerseite her wie eine große Familienveranstaltung. Also ich schätze mal, Paul ist einmal durch seine Kurzwahl durchgegangen und hat einmal durch, bei jedem durchgeklingelt. Das Meldfestival hat als reines Techno-Festival angefangen. Und ich habe als 17-Jähriger auf dem zweiten Meld-Festival, das war noch in Mecklenburg, habe ich schon teilgenommen mit, da waren noch Paul und Sascha und so und gerade mal 800 andere Leute. Verschieben? Was denn? Bett verschieben?
Jetzt fang keine Diskussion da mit mir drüber an. Du wolltest den Club, nicht ich. Das wird super. Komm, Paul. Das wird ein Riesenspaß jetzt. Letztes Mal hast du mich voll gemeckert, dass ich dich nicht einschlafen lassen soll. Genau, ich will ja auch nicht schlafen. Nein, nein. Was? Ihr könnt hier chillen, euch unterhalten, in Ruhe. Und du ruhst überhaupt nicht, du schnarchst doch schon. Ich hab dich doch schon schnarchen gehört. Also ihr könnt jetzt noch nicht los. Ey, Alter. 2.30 Uhr. Oh. Ja, 2.17 Uhr. Du musst aber 2.17 Uhr anrufen. Halbfinale ausgeschieden gegen Spanier. Direkt danach hing dann hier dieses Arrangement mit unseren Finalteilnehmern. Donaumonarchie in Österreich und Ungarn ist prozentual zur Bevölkerung gesehen, ist da mit Abstand der meiste Zuchthof. Das muss man so sagen, noch mehr als in Deutschland. Also und jetzt bei dem Balaton Sound Festival, das war schon, das war noch größer als Arena. We'll be right back.
sich einerseits dem Luxus aus, wesentlich weniger Stress zu haben, indem man eine Frau erwählt, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Und die sagt, mach da dein Ding, verstehe eh nichts davon. Wenn man jemanden hat, der so dicht dran ist, dann hat man da wesentlich mehr Reibereien, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist das schon schön, wenn man weiß, dass die eigene Frau das hundertprozentig versteht, was man da macht. Elektronisch. Willkommen in Nassau, Dorsen.